endlich. Heute ist Samstag und der Baba und ich haben heute 17. Hochzeitstag. Stellt euch mal vor. Und wir haben heute zusammen schon ein kleines Video gedreht, und zwar einen Food Haul. Wir waren nämlich heute einkaufen. Und der Food Haul wird aber auf seinem Kanal online gegangen sein, wahrscheinlich schon vor diesem Video. Also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und trotzdem gerne sehen wollt, dann schaut unten in die Infobox, da werde ich euch das Video rein verlinken. Der Baba räumt jetzt die Sachen hier weg. Ich bin ziemlich aus der Puste und ziemlich fertig. Ja, was war das denn? Ein Kind. Ja, dann in der Stimme. Oh, ich sag's, ich bin so kaputt vom Stehen hier mit dem. Mama ist kaputt. Ich habe so Kreuzschmerzen schon und der Bauch ist schon so schwer, deswegen kann ich nicht immer so lang stehen. Auf jeden Fall haben wir heute Hochzeitstag, 17. 17 Jahre schon, Herr Schatzelein, ne? 17 Jahre und bald 5 Kinder. Wow. Ah, stimmt. Wir waren ja heute zusammen einkaufen und ich habe mir selber einen Blumenstrauß ausgesucht. Vor 17 Jahren habe ich gekauft, nach 17 Jahren kauft die Mama sich selbst. Ja. Selbst ist die Frau. Ja. Aber ich liebe dich mehr als vor 17 Jahren. Oh, das ist lieb. Ich liebe auch natürlich. Ich bin richtig kaputt. Wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt irgendwas essen oder so, oder? Oh mein Gott. Ja. Die Mama war vor 17 Jahren so klein. Ich habe sie aufgezogen. Ja, genau. Mit meiner Brust. Hast du jetzt schon Hunger? Ich habe jetzt schon Hunger. Ich habe auch jetzt schon Hunger. Sollen wir eine Kleinigkeit trotzdem zu Hause essen? Massierst du meinen Rücken? Ich bin alt. Ich habe auch Aua. Vielleicht sollten wir uns lieber eine Massage gönnen, anstatt... Von wem? Entschuldigung, aber ich musste die Hose hoch. Was war das denn? Von einer Masseurin. Ich kriege eine Masseurin, du einen Masseur. Nicht umgekehrt. Natürlich. Ich möchte bitte einen muskulösen Masseur. Ja, und ich brauche einen... Sexy Girl. Ja, so mindestens... ich kenne keine. Kennst du jemanden? Ja, Nicki Minaj. Oh, warum möchte mit großen Brüsten und dicken Po? Ja, das ist Massage mit Titten. Was laberst. Ich habe jetzt schon Hunger. Ich auch. Ja, wenn ich jetzt einen Hunger habe, wenn ich dann noch irgendwas essen gehe. Machst du mich heiraten? Sorry, ich bin schon verheiratet. So, meine Lieben, wir sind immer noch zu Hause. Wir haben ja gesagt, wir gehen ja irgendwo hin. Ein bisschen was essen, weil wir heute Hochzeitstag haben. Aber wir haben dann zu Hause noch was Kleines gesnackt. Und immer wenn ich was esse, muss ich mich danach hinlegen. Und jetzt sind wir noch zu Hause. Jetzt sind wir ein bisschen in den Garten gegangen. Papa, du chillst dein Life. Ich habe gedacht, wir machen heute irgendwas Schönes zu unserem Hochzeitstag. Ein Mittagsschläfchen. Am Abend, wenn wir dann alle Hunger haben, gehen wir Running Susi. Das ist mein Schönheitsschlaf. Hilft dich mehr, oder was? Na. Danke. Was machen die zwei hier? Ja, bist du auch schwanger? Kannst du Nein sagen? Das ist ein Bierbauch. Nein, das bedeutet. Hey, was ist das, Papa, für eine Pflanze? Welche denn? Die mit den vier Blumen. Kommt da ein Kürbis draus? Oder? Ja. Wieso pflanzt du das nicht um? Weil du zu faul bist. Nein, wenn ich... Gemein, ne? Ja, aber das braucht ja mehr Platz. Specki! In so einem Blumentopf. Specki! Okay, bitte, was ist du? Was machen wir jetzt? Hast du mich rausgerufen, damit ich dir zuschaue, wie du chillst? Und am Abend, wenn wir dann Hunger haben, Running Susi. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind alle angezogen. Wir haben jetzt noch schnell ein Foto gemacht. Deswegen waren wir jetzt alle hier mit dem Stativ. Wir haben so ein schönes Familienbild auch gemacht. So. Und jetzt gehen wir. Wir wissen selber noch nicht genau, wo wir hingehen. Michael, deinen Schlüssel brauchst du sie nicht mehr? Der Papa? Hast du bei dir unten zugesperrt? Luisa? Komm, geh mal ins Auto. So, jetzt schnallen wir mal alle Mäuse an. Und dann schauen wir los. So, meine Lieben, wir haben uns jetzt ganz kurzfristig dazu entschlossen, in den böhmischen Prater zu gehen. Und wir haben kaum einen Parkplatz gefunden. Luisa, komm, Lara. Oh. Und sind wir da. Aber ich glaube, dass sehr viele Menschen da sein werden, weil wir sind wirklich lange gefahren, um einen Parkplatz zu finden. Es ist auch schon ziemlich spät, oder? 18 Uhr ist schon. Ja, riecht's nach Knoblauch. Kann ich sehen. Meine blauen Augen sind zu. Deine blauen Augen. Zum Hochzeitstag führen wir die Kinder aus. Das ist einmal ein Hit, oder? Zahlen die uns den Abendessen heute. Fix. Na kommt,
Gehen wir was fahren. Luisa, hast du Lust? Jetzt hier fertig im böhmischen Brater und es ist schon 20 Uhr. Wir waren jetzt, glaube ich, so 2 Stunden vielleicht hier. Und jetzt fahren wir was essen und es gibt hier mega Diskussionen, weil ja, der Papa will nicht 20 Euro Running Sushi pro Person ausgeben. Aber ich habe gesagt, wir haben Hochzeitstag. Also, und deswegen kostet es nicht 20 das Euro. Du gieriger Fuchs. Ich bin nicht gierig, aber 20 Euro und die Luisa. Ist ein Chip, die Lara 3.0. 20 Euro 3.0. Aber die Kinder zahlen doch nicht so viel. Na, 13. Nein. 13? Nein, die ich ganz kleinen. Digga, ich schwöre nichts. Wohin die Kleinen nicht so viel. Was ist denn die Linke? Ist das ein Bar? Ich kenne mich nicht aus. Wo sind wir da? Okay, ich würde sagen, mit Musik reden. Wir sind von dort gekommen, von links. Ja, aber das ist ein Bar, da kann man nicht reinfahren, oder? Ich weiß nicht. Fahr dem nach. Fahren wir Donauzentrum? Ah, was ist Luisas Lolli? Der ist nicht mehr, der ist schon leer, Luisa. Also, gehen wir jetzt running? Ja. Ich weiß nicht, Patrick? Der Patrick muss seine veganen Prinzipien über Bord hauen für einen Tag. Der muss noch drüber nachdenken. Wir können dir vom McDonald's Pommes kaufen. Du kannst im Auto warten. Ja, urnett. Na, wir werden schon eine Lösung finden. So, wir sind ja Reis und irgendein Fleischmäßiger. Hier, nimm diese Garnelen-Ding da. Ja, so, wir sind jetzt beim Running Sushi angekommen, meine Lieben. Wir sitzen hier. Und die Michelle, die hat schon. Das ist Uli, ja, warte. Das erste, was ich nehme, ist immer. Das ist für dich, wir brauchen noch Besteck. Das ist auf. Holst du Besteck für die Kleinen? Ja, schau mal. Warte, Lisa, noch nicht aufmachen. Papa, ich kann noch nicht. Was willst du, Lara? Dieses hier halten und dann beißen. Das nicht essen, nur den Rest, ja? Das kannst du nicht halten, essen. Nur von der, ja. Und den Rest kannst du. Ist gut? Ja, lecker. Ich kann das so essen. Das ist ein Fleisch. Michel Scherer Patrick trinkt Besteck. Danke. Nehmen wir Nudeln? Ich hab schon Nudeln. Schau nach. Ja. Wieder. Du kannst es eh aufmachen. Es auf, so. Und dann kannst du mit dem. Mama? Mach den Mund auf, Baby. Willst du hier? Machst du auch Fleisch, Lisa? Und Papa? Sehr lecker. Schmeckt's? Bittest du die Luisa immer wieder? Ich gebe eh schon. Schaut mal, ich habe mir so eine gespießte Garnele genommen. Luisa, magst du noch Reis? Okay. Ich bin ja bei den Nassen. Ich bin ja bei den Nassen.
muss mit der Ich kann mich kaum mehr bewegen. Ich bin auch schon mein Bauch. Aber die Mama hat den Bauch schon davor gehabt. Ich habe meinen Bauch danach bekommen, nachdem ich gegessen habe. Bist du auch schwanger? Ich bin dauerschwanger. Wie geht's bei der Peppa Pig Familie? Willkommen zu Hause, Emi! Emi, komm! Oh mein Gott, Emi! Emi! Na, wer freut sich, ja? Emi! Das hat von Wieso! Emi! Ich weiß nicht, wohin als erstes. Die Emi hat jetzt den Bad. Hallo, mein Ohr! Oh mein Gott, was, wenn wir Tage weg gewesen wären? Wo wart ihr? Wo warst ihr? Seit einer Woche wart ihr nicht zu Hause. So, meine Lieben, der Papa ist jetzt mit allen Mädels Gassi, also, und mit den Hunden Gassi gegangen. Ich werde mich jetzt, ich werde beziehungsweise die Zeit nutzen, um mich schnell abzuschminken und vom Vlog zu verabschieden. Ich bin so kaputt, ich bin so müde. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser Hochzeitstag, dass wir ein bisschen mitgenommen haben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!